Listen, when I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank being more than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything, for his sake. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. I can't believe you hung out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Shitballs. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind, so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the key, and... Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. So, damit auch von mir. Herzlich willkommen zurück, oder an mich besser gesagt, denn dass ich wieder da bin. Ja, erst ging das los damit, dass der Computer sozusagen in die Brüche gegangen ist. Und jetzt habe ich das auch endlich mal wieder die Zeit gefunden, mich mal wieder hier heranzusetzen. Ja, schwierig gerade. Naja, und als ich anfangen wollte hier, auf dem neuen Rechner jetzt hier das aufzunehmen, habe ich auch noch festgestellt, interessant, da wurde in, also er wird, es wird ja in der Cloud sozusagen gespeichert, der Spielstand, aber er hat einfach den letzten paar Checkpoints gar nicht gespeichert. Das heißt, ich muss so ein bisschen nochmal so die eine oder andere Stunde nochmal das wiederherstellen. Naja, aber jetzt sind wir wieder hier und und es gilt jetzt, ja, den Zugang zu diesem Wohnmobil von Frank zu bekommen. Und man hört ja da drin. Genau, da drin hört man einen Hund. Und hier haben wir Chloe, die mal was sucht, um den Hund dann abzulenken. There has to be food for you somewhere. Ich meine, ich sehe da was, oder? Ist das nicht schon welches? Ach, keine Ahnung. What the hell is this? Ugh, gross. Ja. I hope she finds a nice T-bone to keep the doggy busy. Das ist das Ziel. Gut. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Also. Damn, there has to be food for you somewhere. Ja. Careful, Max. Cujo ahead. Was ist denn, wenn ich jetzt auf Öffnen gehe? Locked. Ah, okay. Davon hätte man fast ausgehen können. What the hell is this? Gross. Okay. Mhm. Oregon, das sieht sehr nach Wasser aus oder sowas. Also diese Nummernschilder, die wollen einem ja immer irgendwas sagen, ne? Hier bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, dass das heißt bestimmt The Office, was auch hier drauf steht. Bei dem, oder der, oder The FFC, The FFC Frankfurt, nee, keine Ahnung. Naja, The Office. So. War das nicht das, was dann Stromberg im Deutschen war? Ich glaube, oder? So war das doch ungefähr. Naja. What is going on here? Oder war das vielleicht weniger miteinander verbunden? Ja, und die Vögel. Irgendwas stimmt nicht, dass auf einmal so viele Vögel. Ja, Twin Peaks natürlich, und zwar Serie, die ich sehr gut fand. Die aktuellen Folgen kommen ja leider nur im Bezahlfernsehen. Naja. Tornadoes, snowfall, eclipses, now dying animals? Holy shit. Ja, und die Frage ist, was hier los ist. Warum jetzt auf einmal? Also es kommt ja eine merkwürdige Sache in der Natur nach der anderen. Die Frage ist halt, wo die herkommt, ne?
Naja. This is so creepy. Ja. Was ist das? So, hast du was gesagt? Lieber. Weiß ich nicht. Ich gucke erstmal hier rein. Okay. Oh. Maxine, Papa hier. Verzeih, dass ich mich nicht eher gemeldet habe. Deine Mutter ist sehr stolz darauf, wie du dieses Mädchen gerettet hast. Genau wie ich. Dich nach Blackwell zu schicken, war das Beste, was du je von uns verlangt hast. Wir waren so stolz, in den Nachrichten von dir zu lesen und ein Video zu sehen, wie du mit ihr das Dach verlässt. Wenn du zum Relaxen nach Hause kommst und hier auf eine Schule gehen möchtest, steht dir die Tür immer weit offen. Kuss, Papa. Danke, Papa. Es war chaotisch hier. Ich bin noch nicht so weit, nach Hause zu kommen. Bis später. MaxOXO. Naja. Ja. Schön. Okay. Ja, wir haben ja noch zu tun. Ich glaube, es ist nicht so. Max ist nicht so nach. In Anführungszeichen nach Hause kommen. Wo sie doch noch zu Hause ist. Irgendwo, ne? Naja, so. Es ist so eine Sache mit dem Zuhause. Hallo. Und ich schaue mir erstmal den Flyer an. Safe. Hat er doch was gesagt. Was ein Fischer eben so sagt. Keine Ahnung. Ach so. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Also du könntest sie ja jetzt lesen, ne? Das ist halt seine Sache. Hat schon wieder was gesagt. Willst du reden oder was? Good morning. How are the fish today? Don't ask. First the snow, then an eclipse. What's next? The tornado? Was weiß ich? Klimawandel. You don't think it could be like climate change or something? Climate sure has changed around here. Just saw that Prescott brat having a fit by himself in the parking lot. Isn't he always having a fit? He ain't the only one. If you knew what was going on with the fish around Arcadia Bay. Sorry, I'm too pissed to talk about it. See you around, kid. Okay, das heißt, wenn wir zurückspulen und sprechen das gleich als erstes an, dann hat er vielleicht mehr Lust darüber zu sprechen. Can't chat now. Gotta focus on the fish. Auf die Fische konzentrieren, die nicht da sind. Also gar nicht konzentrieren. Das ist echt schwimmen, was gut. Ist ein bisschen langsamer, ne? Wie kommen wir uns da links auf? Ja, irgendwie so. Die Steuerung. So. Good morning. How are the fish today? Don't ask. First the snow, then an eclipse. What's next? The tornado? Tja, aber ich möchte erstmal. Nein, was habe ich vorhin gesagt? Klimawandel habe ich vorhin gesagt. Jetzt sage ich mal hoffentlich nicht und die Fische kommen dann auch gleich. I hope not. Could be worse. We could get one of those California quakes. True. Well, I'm feeling a little dizzy now. Hope you catch the big one today. I better. Too late to switch careers now. See you around, kid. Can't chat now. Gotta focus on the fish. Alles klar, dann spielen wir nochmal zurück. Und sprechen jetzt die Fische an. Good morning. How are the springen. So, und jetzt auf zu den Fischen. I heard that something bad was happening to the fish in Arcadia Bay. Well, since you mentioned it first, there ain't no fish in Arcadia Bay. What? Come on. None? None worth catching and eating anymore. I'm not shitting you. Salmon, trout, bass have died and migrated. Even the damn clams are dying. Oh my god. But what about... Sorry, just too salty to talk about it. See you around, kid. Hoppla, hab ich da was vorweggenommen? Hab ich das nicht eben gerade angesprochen? Hoppla. Like I said, I'm done talking about this. Gut. Naja, kann manchmal passieren.
So, und guck mal hier. Da ist ein LKW. Ich kann hier nicht auf die Straße gehen, ne? Ne. Das ist eine unsichtbare Wand. I'd love to do a whole big rig photo series. Das war ein Hinweis. Und schau dir mal an. Ja, hier sind Fotos. Und da sieht man einen. Ja, einen solchen. Also genau den, um genau zu sein. Das heißt, wir können davon irgendwie ein Foto machen. Sie fragen nur, wie. Ich glaube, hier habe ich alles abgehakt, oder? Ach nee, guck mal hier. Das Fenster, guck mal hier, den kennen wir doch, den Kameraden. I'm so dirty. Déjà vu. There's dust on the dust now. Okay, aber das war's jetzt, ne? Noch mehr Ekelkram. Ja, viel Erfolg, Chloe. Wir sind dann mal woanders. So, ja, wir haben geöffnet. Oh, guck mal hier, Bacon and Eggs. Nur $5.95. Altmodischer Service, altmodische Bedienung. Keine Ahnung. Irgendwie so. Ne, da gehen wir noch nicht rein. Ach, guck mal, jetzt können wir von hier das Foto machen. I'd love to do a whole big rig photo series. Perspektive muss stimmen. Hey, no photo girl. Aber warum? Sagt ihr jetzt was anderes? I'd love to do a whole big rig photo series. Ich muss halt sowas immer ausprobieren. Naja. Was ist denn? That would be cool to be a trucker for a while. Always on the road. Tja, das kann man sein, wenn man zum Beispiel ATS spielt oder ATS. Oder so. Ja, das ist ganz nett. So, aber ich glaube, ein echter LKW-Fahrer zu sein, das wäre mir, glaube ich, zu stressig. Naja. Vor allem ist die Frage, ob Autobahnen jetzt so spannend sind. So auf Dauer. Naja, gut. Hey, how's it going? Peachy. Interview over. Ja, das war. Welchen Tag gehabt? Having a bad day at the office? Work is dried up around here, and I have bills to pay. Time is money to a guy like me. That sucks. Wish I could drive right out of Arcadia Bay. Whole town is crumbling. Snow, eclipse, and a slut trying to commit suicide. Maybe you should leave then. What if I could? Hell, even that shifty Rachel What's-Her-Face asked me once if I'd drive her to Los Angeles. You knew Rachel Amber? Can you tell me about her? Nope. Christ, why don't you get a real job instead of homework? I'd love to see you Blackwell turds try to drive my 1977 Needham 18-wheeler out there. Like I said, interview over. Hm, wir haben Informationen bekommen. Okay. Sagst du hier nochmal das Gleiche? That would be cool to be ja, a trucker okay, for a sorry. While. Do they teach English over at that arty farty school? I'm done talking. Okay, dann muss ich... Ja, dann mache ich es anders. Und zwar so. Ach, dann kann ich doch noch mit dir reden. Tja. So. Und zwar... Hey, how's it going? Peachy. Interview over. So, wir könnten jetzt das ansprechen, und zwar bezüglich des LKWs. Wahrscheinlich, würde ihn das beeindrucken, wenn man das weiß. Ja, so Manipulation und so ist ja eigentlich schlimm, oder? Wenn man die Leute so manipuliert. Naja, gut. Erstmal, schlechtes Interview. Ich möchte noch die andere Sache hören. Worst interview ever. Work is dried up around here, and I have bills to pay. Mann, ich sag's nochmal. Time is money to a guy like me. Okay. Gibt's im Endeffekt doch nichts so Neues zu hören bei ihm. Gut, dann nochmal zurück. Das heißt, wir sprechen jetzt den 1977er Needham an, oder wie der heißt. Hey, how's it going? Peachy. So.
Actually, I wanted to ask if that's your bitch in 1977 Needham 18 Wheeler out there. How the hell did you know that? Tja, das habe ich von Blackwell-Unterricht, Rage Lamber. Wirst sowieso beides ausprobieren. I took a Blackwell class on the history of truckers. I always wanted to drive a rig on the road. Finally, a Blackwell student with brains. Next time I get a local job, I'll let you ride along. Take care. Okay. Do they teach English over at that Arty Farty school? I'm done talking. Hat er jetzt diesmal nicht so deutlich gesagt. Egal, ich spiele nochmal zurück. Dann bin ich hier jetzt auch noch. Hey. Weißt, wir springen darüber. Sagen das nochmal. Und sagen, dass wir das von Rachel gelernt haben. My friend Rachel Amber told me about this cool rig in town because I love taking pictures of truckers. You knew Rachel. She sure didn't give a rat's ass about truckers or real work. Oh, so you must have known her too? Only from the diner. She was just a gold digger. She belonged in California with all those you know who know whats. Good riddance. But you can take pictures of my truck anytime. Take care. Ha, jawohl. Sehr schön. Und wenn ich jetzt nochmal mit dem reden will? Let's talk about my photo shoot later. 10-4. Okay. Und 10-4 ist irgend so ein Code. Weil Leute vergessen, was die alle heißen. Es gibt noch mehr. Also es fängt, glaube ich, alles mit 10. Mit 10 an. That would be cool to be okay, a trucker for a while. Aber jetzt können wir das Foto always machen. On the road. Das machen wir jetzt auch. I made the trucker happy and I get to photograph this bitch in 1977 Needham. That's a big 10-4, Max. Weiß nicht, ob sie das jetzt richtig angewendet hat, diesen Code. Aber naja, machen wir das Foto. Und dann ist hier noch ein Vogel. Die sind überall. Tornadoes, snowfall, eclipses, now dying animals? Holy shit. Tja, so, The Independent, Flash, Snow and Freak Eclipse. Achso, das haben wir glaube ich auch schon gesehen, ne? Apocalypse Zoom. Oh god, that is so embarrassing. I'm gonna get trolled hard. Ja. Und unten war noch diese Schlagzeile, dass sie, ja, einen Selbstmordversuch vereitelt hat. So. Das ist natürlich auch nicht die schönste Nachricht. Ich meine, es ist zwar positiv, aber hauptsächlich negativ. Mit positivem Ausgang. Naja. Was ist das? Wollt ihr uns irgendwas sagen? Vor allem einmal, es sieht aus wie so ein, Sturm halt, ne? Am Motto, der Sturm kommt. Aber, Moment mal, wenn ich jetzt mal tatsächlich von der logischen Seite rangehen würde. Wie können diese, was sind das, Ameisen oder so? Weiß ich nicht. Wie können die alle in die Mitte laufen, so Tornado-Form? So Wirbelform. Da wird es doch irgendwann ganz schön eng in der Mitte, oder? Nur mal so angemerkt, weiß ich nicht. Naja. Ja. Aber warum? Warum das überhaupt so ist gerade? Komisch, das sieht irgendwie so aus, als müsste das eigentlich hier sein, wo es dunkel ist, ne? Weiß ich nicht. Komisch. Dass hier so daneben so ein Fleck ist. Naja, wie auch immer. Schauen wir mal uns das an. Mal gucken, was Max dazu sagt. Look at that. So sad and disturbing and beautiful at once. What an amazing shot. Ja, das würde ich auch fotografieren, wenn ich es sehen würde. Da kannst du aber einen drauf lassen, auch wenn ich sonst nicht so viele Fotos mache. So ominous. Ich
Ich denke mal, das kann man dann auch in die Liste der merkwürdigen Dinge aufnehmen.